Was ist das Ergebnis? Was ist denn die Rechenaufgabe? Eine Rentenansicht ist gleich. Was ist dabei rausgekommen durch euer ganzjähriges Forschen? Was ist denn den? Was wisst ihr mehr? Oder? Ja, es ist ja eigentlich so, es ist ja nicht Jugendforschung in der Arbeit gewesen. Mit den Hirten der Geräte konnten wir feststellen, wo sind noch Lebensformen verfehlt. Und wenn man die kennt, da kann man sagen, gibt es in der Nähe jetzt mal ein Quartier. Kästen auch Hirtenhäuser und können die weiterleben, können Junge aufziehen und dadurch ist es eben gewährleistet, dass sie weiterleben können, dass sie nicht so schnell aussterben, dass es verzögert ist und können eben, dass sie weiterleben können, die Hirtenhäuser. Doch in dieser Gegend gibt es die Hecken, einheimische Hecken, die von vielen Insektenarten angeflogen werden und mit den Pflanzen und die Raupen enthalten können. Um das Artenspektrum der praktisch das Beutespektrum der Fledermäuse zu ergänzen und zu erweitern. Ne? Ist der, was habt ihr da, sagt mir immerhin, was denn der Preis war? Mag der für naturschutzbezogene Zwecke wieder ausgegeben werden soll, da haben wir aber auch schon überlegt, was wir da mitmachen. Und es gibt einen Panda, einen großen Panda, einen Pikachu. Und Medaillen. Ja, ja. Und mit dem Preis hier wollen wir in erster Linie Schmetterlingsbiotope, Erik Bartels, Dieter, gefeuerte Gruppe. Ja, ja. Und die gefeuerte Gruppe sagt, dass mit dem ersten Preis, den die Gruppe gemacht hat, geschehen wurde. In erster Linie wollen wir Schmetterlingsbiotope herrichten. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Teil sogar zur Verfügung stellen einer befreundeten Gruppe in der DDR, die dort auch sehr naturnah arbeitet, aber eben nicht die Möglichkeit hat, dann beim Jugendschutz Naturgeld heranzukommen und denen wollen wir Pflanzmaterial in dem Reihen, vielleicht auch Geld für zur Pachtung an Schmetterlingsspitz geben. Ja. Und dann haben wir ein eigenes Pachtungsstück am Würmsee, das werden wir in erster Linie für Waldfledermäuse, für Waldschmetterlinge etwas herstellen, durch gezielte Pflanzungen, Feigwerber bauen. Und das letzte ist unsere Schule, die aber diese Schule ist, in ein neues Gebäude umgezogen mit einem großen Grüngürtel. Im Pflegeplan steht zum Beispiel 8000 Quadratmeter Grünpflege zweimal im Monat gemäht werden, lassen das zweimal jährlich mähen. Das halt nur ein Bild. Ja, also das ist eine Bibelgeschichte von der Nase, eine Bibelgeschichte vor, abgelöst hat. Und dann kamen wir darauf, dass die Welt so dreckig ist und wir werden es auch so unterlegen. Und was habt ihr dann gemacht? Also, wir haben Plakate gemalt, wir haben auf dem Marktplatz und dann an anderen Tagen, da wurden die Tage voll abgerissen, weil die Leute ihre Müll geworfen haben. Und wir wurden dann irgendwie bedrückt und haben sie abgerissen. Da haben wir nicht locker gelassen, haben wir wieder Plakate gemacht. Und jetzt wird es schon ein bisschen besser. Und wollt ihr das jetzt noch weitermachen? Ja, ja, so lange bis das aufhört. Ja, wir hängen jetzt schon zum sechsten Mal Plakate. Und jetzt werden sie nicht mehr abgerissen? Doch, schon ein bisschen. Aber wir haben jetzt schon lange. Wir geben auf sozusagen. Gut. Mal weiter. Thank you.
Jugend und für die Jugend. Wir wissen aus vielen Bekundungen junger Menschen, wie ernst sie die Situation unserer Natur sehen, wie sie mit Sorge schon in ihrem Alter den Zerstörungsprozess der Natur verfolgen und motiviert sind. Wir als ältere Generation wissen, dass unsere Verantwortung und Erfahrung heraus hier helfen. Und weil diese Situation so ist, haben wir gedacht, es sei das Allerbeste, das 25-jährige Jubiläum des BWF Deutschland, die Veranstaltung zu beginnen mit dieser Jugendveranstaltung. Wir haben aus dieser Überlegung heraus auch ein Schwerpunktprogramm gebildet, Jugend schützt Natur. Und im Verlauf der Veranstaltung heute wird darüber sehr vieles gesagt werden. Ich will mir ersparen, darauf einzugehen. Ich werde auch gar keine Ausführungen über den BWF im Allgemeinen machen, weil ich finde, das würde viel zu langweilig sein. Die Jugend wird nachher auf ihre Weise die Veranstaltung unterstützen. Ich möchte auch noch eine Reihe von Persönlichkeiten hier besuchen, die in irgendeiner Form mit den Problemen der Jugend konfrontiert sind und von denen wir wissen, dass sie die Probleme der Jugend auch verstehen, sich mit ihnen beschäftigen. Als Ersten hätte ich natürlich jetzt zu begrüßen gehabt den ersten und langjährigen Präsidenten der großen internationalen Liwer-Familie, nämlich Prinz Bernhard der Niederlande. Und ich muss Ihnen zu unserer aller Enttäuschung eigentlich sagen, er hat nicht herkommen können. Er hat mich jedes Jahr seinen Urlaub in Lech im Februar verbracht. Wir haben miteinander telefoniert und er hat gesagt, ich freue mich, dass ich nach Heidelberg komme und mit den jungen Menschen sein kann. Und er wollte am 12., das heißt am vergangenen Samstag, aus Lech zurückkommen und dann kam diese Schneekatastrophe. Ich habe heute Vormittag um 10 Uhr noch mit ihm ein Telefongespräch gehabt. Und es war leider nicht möglich, rechtzeitig rauszukommen. Und ich muss auch eines sagen, wir hatten versucht, ihn mit dem Hubschrauber auszufliegen. Dann haben aber die Sicherheitsorgane gesagt, es ist unverantwortlich, weil der Wind, der durch die Motoren entsteht, so leicht Lawinen auslöst, dass man das bei der Schneehöhe nicht verantworten kann. Heute Morgen hat uns Bernhard mir gesagt, die Straße nach Lech rüber war durch Lawinenabgang, Schneefall natürlich, so verschüttet, dass die Schneehöhe auf der Straße 10 Meter betrug. Er hat mir gesagt, ich möchte ihm allen sehr herzliche Grüße übermitteln. Er bedauert sehr, dass er nicht hier ist. Und er hat versprochen, und das können wir auch hier gleich zum Ausdruck bringen, er hat versprochen, die nächstbeste Gelegenheit nehme ich wahr, um nach Deutschland zu kommen und in irgendeiner Weise unter der Jugend zu sein, denn das habe ich gern. Herr Minister Töpfer, auch anstelle von Prinz Bernhard,
die Preise an den ausgezeichneten Jugendgruppen aushändigen. Wir haben beim WWF bei der ganzen Aktion Jugendschutz-Natur in den vergangenen Monaten einen besonderen Akzent gesetzt bei den Schulen. Wir meinen, dass gerade in den Schulen die Möglichkeit besteht, mit den Biologielehrern zusammen die Zusammenhänge der Natur unseren jungen Schülern klarzumachen. Und der WWF ist der Meinung, dieses kann nicht theoretisch in einem Schulbuch allein geschehen, sondern dies muss in der Natur geschehen. Deshalb sage ich, jede Schule in Deutschland sollte ein Stück Natur haben. Dieses Stück Natur, was gepflegt wird von den jungen Menschen selbst und wo sie sehen, wie Tiere und Pflanzen in einer Gemeinschaft leben. Und wer so dieses Ganze miterlebt hat und selbst Hand angelegt hat, der weiß etwas um die Zusammenhänge der Natur und der wird auch in seinem ganzen Leben das richtige Verständnis für die Natur haben. Und deshalb haben wir diesen Schwerpunkt auch in die Schule jetzt gelegt. Wir haben ein, ich würde sagen, das wäre durchaus noch Applaus wert. Private Initiative und staatliche Institutionen etwas Gutes gestalten können. Und ich würde jetzt gern als Repräsentanten der Landesregierung einen Minister begrüßen. Er hat zwar zugesagt, aber der Stuhl ist bis jetzt noch leer. Ich begrüße ihn deshalb nicht, sondern kann es vielleicht nachher noch im Laufe der Veranstaltung nachholen. Ich möchte aber die Vertreter der Kultusverwaltung sehr herzlich begrüßen, die an diesem Aktionsprogramm tatkräftig mitwirken. Lassen Sie mich nun noch einige Repräsentanten aus der Region Heidelberg begrüßen. Ich wohne ja selbst hier und weiß ja, dass wie diese Repräsentanten auch zu den Problemen der Jugend stehen. Zunächst von der Stadtverwaltung, Herrn Bürgermeister Dr. Klette. Die Prorektorin, Frau Professor Kombosch. Und von der Justizverwaltung, den höchsten Richter, den wir in der Region haben, nämlich den Präsidenten des Landgerichts Heidelberg, Herrn Dr. Schieser. Inzwischen der Vertreter der Reformation der Kirchen eingetreten ist und getroffen ist und wird ihn auch begrüßen. Ich möchte aber als besonders auch unterstreichen, wie sehr wir uns freuen, dass der erste Vizepräsident, muss ich sagen, der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Dr. Zimmermann, hier unter uns ist. Das ist schön, dass diese Ehrengäste hier sind. Wir freuen uns darüber. Aber ohne dem vorzugreifen, was später der von Träumfels noch sagen wird, möchte ich eines sagen. Die wirklichen Ehrengäste sind die Jugendlichen heute hier, insbesondere die Preisträger, die aufgetreten sind. Hervorgebracht. Aber wie das so geht, wenn man nicht genügend Geld hat, muss man auf Sparflamme, nein, hier darf man nicht sagen, auf Sparflamme kochen, das passt nicht mehr dazu, dann hat man nur bedingt die Möglichkeit, dieses Pflänzchen zu gießen und der Wuchs ist dann nicht so, wie man ihn sich vorstellt. Und dann kam ein Glücksfall. Dann hat eine kräftige, namhafte Firma sich darauf besonnen, dass wir alle, auch die Wirtschaftsunternehmen, herausgefordert sind, etwas zu tun. Jeder auf seine Weise. Der eine macht es ehrenamtlich mit persönlichem Engagement, der andere kann es finanziell machen. Und hier war die Firma, die American Express,
die langgezögerte Reise sich bereit erklärt hat, das ganze Projekt Jugendschutz Natur zu finanzieren für die nächste Zeit. Und wir sind im Bergen Express außerordentlich dankbar, denn auf diese Weise haben wir dieses kleine Pflänzchen Natur macht Schule in ein größeres Projekt über das ganze Bundesgebiet hin ausdehnen können. Und der erste Erfolg, der wird Ihnen heute berichtet mit der Auszeichnung der Preisträger. Vergessen haben zu erwähnen, möge er sich hiermit ganz besonders herzlich begrüßt fühlen. Aber ich möchte doch hier nicht oben stehen, ohne noch etwas anderes zu tun, nämlich einmal auch der Öffentlichkeit gegenüber zum Ausdruck zu bringen, wie dankbar wir beim BWF sind, insbesondere der Vorstand, der die Verantwortung für diese Stiftung trägt. Dankbar wir sind für die mannigfache Unterstützung, die wir bekommen. Entweder durch persönliches Engagement der Einzelnen oder auch finanziell. Und wie dankbar wir sind, dass sich eine Reihe von Persönlichkeiten in unseren Gremien ehrenamtlich zur Verfügung stellen, um dieses ganze Schiff immer wieder nach vorne zu bewegen. Ich möchte diesen Dank im Namen des Vorstandes grundsätzlich aussprechen. Ich möchte aber insbesondere unseren jungen Zuhörern zeigen, dass auch eine ganze Anzahl dieser in unseren Gremien tätigen Persönlichkeiten hier anwesend sind, um zu bekunden, wie sehr sie sich identifizieren mit diesem Programm Umweltschutz für die Jugend. Ich nenne als erstes die Mitglieder des Stiftungsrates bei uns, unseren Ehrenpräsidenten, Herrn Dr. Löhr. Meinen Platz über Jahre gehalten hat, nämlich Vorsitzende des Vorstandes zu sein bei dem BWF. Dann Frau Lucke Schmidt, brauche ich Ihnen nichts dazu zu sagen. Dann aber aus dem Stiftungsrat ein Gast hier, der hat heute statt einer Expedition ins Tierreich einfach an der Expedition den Halter der Schloss gemacht, der die Kanzlerin macht. Meine Aufgabe war ja jetzt nur, alle herzlich zu begrüßen,
keine großen Sachausführungen zu machen. Der von Freundfeld, der Liebisch, Caroline Reiber, alle können das daher viel besser und angemessener machen. Lassen Sie mich aber, bevor ich das Wort an Bundesminister Töpfer nachher übergebe, lassen Sie mich der Jugend etwas zurufen. Alle, die sich bisher engagiert haben zum Schutz der Natur, rufe ich zu. Herzlichen Dank und macht weiter so. Und allen denen, die noch abseits stehen, möchte ich auch etwas zurufen. Schließt euch den aktiven Gruppen an. Oder bildet neue Gruppen. Denkt daran, die Natur zu schützen, das ist ein Stück Arbeit an der Basis für eure Zukunft. Und dabei will euch der WWF helfen. Dafür, dass wir auch für die Kinder, die hier sind und deren Kinder eine lebenswerte Umwelt erhalten. Und dafür mitzuarbeiten, ist, glaube ich, eine ganz prima Angelegenheit. Wenn man dabei einigermaßen vorankommen will, dann kann man es halt nicht nur, indem man in seiner Bonner Amtsstube sitzt und versucht, sich dort was einfallen zu lassen, sondern dann ist es wichtig, dass man dorthin geht, wo Kinder sich für die Umwelt einsetzen, wo sie die Natur schützen, Angebote dafür bekommen haben. Und das ist heute hier im Heidelberger Schloss. Und so ist es mir eine wirkliche Freude, Herr Lotz, Ihnen und allen, die im WWF mitgearbeitet haben, an dieser Aktion ganz herzlich zu danken. Und ich verbinde meinen Dank auch mit den besten Glückwünschen zum 25. Geburtstag. Wäre ich nun der ich leider nicht bin, denn ich bin weder ein Tennisstar, noch Herr Kaiser ein Sänger, noch bin ich der Leiter der Fischerchöre. Aber eigentlich müssen wir ja versuchen, jetzt zu einem Lied anzustimmen, Happy Birthday to you, damit wir noch weitere 25 Jahre Unterstützung durch den WWF bekommen, in vielen, vielen guten Ideen, vom Wattenmeer über das Aueninstitut bis zu solchen Veranstaltungen. Herzlichen Dank für vieles ehrenamtlich Geleistete. Also überlegt euch schon mal, dass wir hinterher gleich noch was zu singen haben. Ich hoffe, dass ihr das nicht so weit kennt. Was ich natürlich in besonderer Weise als Aufforderung gesehen habe, ist die Arche Noah, die ihr hier gemacht habt. Denn wenn man sich die ansieht, hat man so etwas wie die Hausaufgaben des Umweltministers darauf geschrieben. Und ich glaube schon, dass diese Hausaufgaben alle noch nicht so abgearbeitet sind, dass ich mich zufrieden in meinen Sessel zurücksetzen kann, sondern dass wir an vielen, vielen Stellen noch gemeinsam daran arbeiten müssen. Wenn da steht, ein Weg ist kein Weg. Jawohl,
Wir brauchen möglichst viele Ansatzpunkte für die Mehrwegflasche, um nur eine herauszugreifen. Und ich hoffe nur,